willkommen zur zweiten Sendung hier von Menschen von heute. Und ich bin sehr, sehr froh und glücklich, heute als Gast die Birgit Juncker begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo Birgit. Ja, Birgit, da muss ich mal kurz lesen. Du bist, um dich mal kurz vorzustellen, du bist eine Autorin, eine Übersetzerin, eine Persönlichkeitstrainerin, ein Bewusstseinscoach, eine Mutter von zwei Kindern, eine Hundebesitzerin und auch noch verheiratet. Ja, das alles auf einmal. Genau. Wie kriegst du das alles unter einem Hut, sag mal? Ja? Ich glaube, wenn ich mir darüber Gedanken machen würde, dann würde ich es nicht unter einen Hut kriegen. Also ich lasse es einfach laufen und somit passt vieles auf sich selbst auf und ich gehe wirklich immer mit dem Fluss. Also da, wo ich eine Lücke habe, wo ich Zeit habe, das nutze ich und der Hund hilft mir sehr dabei, rauszukommen, vom Computer wegzukommen und die Kinder sind ja auch schon erwachsen. Also von daher ist es nicht mehr so, dass ich jetzt kleine Kinder zu betreuen habe. Das wäre früher eher der Fall gewesen oder das war früher der Fall. Aber jetzt mit zwei fast erwachsenen Kindern oder eine davon ist schon erwachsen, ist das überhaupt kein Thema. Schlimmer war es gewesen, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe, weil da war das schwieriger, das alles noch auch noch mit unter einen Hut zu kriegen. Und von daher musste eins der beiden Sachen gehen. Also habe ich lieber gekündigt und habe mich dieser Arbeit gewidmet, als auf zweigleisig zu fahren, was mir mit Dauer sicher nicht gut bekommen wäre. Birgit, ich kenne dich ja schon ein paar Jahre jetzt und du bist immer eine Frau gewesen, die, also was mir echt aufgefallen ist, die eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung hat. Das heißt, ich habe dir immer angesehen, dass du wirklich gerne lebst, ja, dass du gerne am Leben bist. Das klingt ein bisschen strange, aber es ist so, oder? Ja, alles, ja, ganz genau. Warum ist, also es ist ja auch, ich weiß, ich habe das auf deiner Website gelesen, dass du auch schreibst, es ist auch wahnsinnig wichtig für dich, so Ja zu sagen zum Leben, ja? Ja. Warum ist das so wichtig? Das hat, glaube ich, mit einer Begebenheit zu tun, die sich wie so ein roter Faden durch mein ganzes Leben zieht, weil ich als Kind eine Erfahrung gemacht habe, die mir heute im Nachhinein so bewusst geworden ist, dass es wohl so eine Art, ja, vielleicht war das so eine Art Walk-in oder ich habe bewusst mitbekommen, wie ich wirklich in mich eingezogen bin. Und das ist das, was mich irgendwie wie so einen roten Faden begleitet hat, weil meine Mutter ist auch sehr früh gestorben. Und da war ich 17 damals und diese Begebenheit, die hatte ich ungefähr mit 8, 9 Jahren gehabt, wo ich wirklich irgendwann in der Küche gesessen habe, so auf dem Boden, das weiß ich noch ganz genau, ich weiß noch die Stelle, ich weiß auch noch, wo das war, wo wir damals gewohnt haben. Und ich habe wirklich wie durch meine Augen rausgeschaut, durch so zwei Höhlen rausgeschaut und habe auf meine Hände geguckt und habe mich gefragt, wer bin ich? Und ich wusste damals wirklich noch nicht diesen Sinn dieser Frage, weil ich war 8, meine Güte. Also da war ja von Tobias und sowas noch lange nichts zu hören. Und als ich später dann Tobias gelesen habe, wurde mir klar, was in dem Moment mit mir passiert ist. Weil diese Frage hat mich über 2, 3 Wochen, also lange, lange, lange begleitet. Meine Mutter hatte auch nie was gesagt zu dem Zeitpunkt oder hätte jetzt irgendwie gesagt, ja, du sitzt da und jetzt komm doch mal in die Pötte oder mach doch mal Schule oder sonst was. Sondern ich habe mich ganz fasziniert angeguckt und habe in den Spiegel geguckt und habe aber nicht das gesehen, was ich erwartet hätte. Und ich fand das eine ganz witzige Perspektive. Also das war wirklich wie, wenn du das erste Mal in deinem Körper bewusst bist und dich dann anschaust und das alles ganz anders wahrnimmst. Also es war null Identifizierung mit meinem Körper da. Und dann sind halt so verschiedene Ereignisse passiert, und wo dann dieses Vergessen war. Und ich glaube, dass aber im Nachhinein das alles dazu geführt hat, dass ich immer gerne gelebt habe. Also dass ich das immer toll fand. Also ich fand das immer total schön, manchmal auch auf ein bisschen ungesunde Weise eine Balance zu halten, also dass wirklich jeder sich wohlgefühlt hat. Und aber gerade so in den letzten Jahren, also seit ich mich wirklich intensiv damit beschäftige, kam das wirklich ganz deutlich raus, dass ich wirklich wahnsinnig gerne hier bin, also wirklich, wirklich gerne hier bin. Und ja. Das klingt total spannend mit dieser Erfahrung. Also du bist quasi, ist da irgendwas passiert? Hast du da einen Unfall gehabt damals? Oder wie bist du da einfach, weil man geht ja normalerweise, kann man sich das als normaler Mensch nicht so richtig vorstellen. Ja? Ganz genau, ja. Willst du das noch ein bisschen erklären, wie das einfach war? Oder? Das war wirklich out of the blue, könnte man sagen. Also wirklich eine Sache, die, ich kann mich zwar an Situationen vorher erinnern, wo ich kleiner auch war, also was da so passiert ist, aber das war wirklich wie so ein Automatismus. Aber das war so ein Startpunkt, der mir mein ganzes Leben lang im Kopf geblieben ist und wo ich auch wirklich lange, lange Zeit
Probleme hatte, in den Spiegel zum Beispiel zu schauen, weil ich, wenn ich nicht in den Spiegel geschaut habe, was ganz anderes von mir gefühlt habe. Und das war eine Freundin, die damals, also die auch als Heilpraktikerin in der Schweiz arbeitet, die sagte mir damals als Erste, sie hat das Gefühl, dass das wie so ein Walk-in gewesen ist, dass ich wahrscheinlich da in dem Moment wirklich Position bezogen habe. Und aber es war kein Unfall und deswegen war mir im Nachhinein klar, als Tobias das mit Sam erklärt hat, habe ich dann auch überlegt, Moment mal, also das kenne ich irgendwoher. Und dann kamen diese ganzen Erinnerungen hoch. Aber es musste kein Unfall sein. Also ich kann mich auch an keinen Unfall erinnern, den ich gehabt hätte in dem Sinne. Ich weiß nur, dass ich da ganz lustige Sachen als Kind irgendwie mir vorgestellt habe. Da reden wir lieber nicht drüber. Aber das waren... für mich hat sich der Kreis geschlossen gehabt, als Adamus dann jetzt anfing oder als ich jetzt auch erfahren habe, zu sagen, dieses I exist, weil ich dann auf einmal gemerkt hatte, dass das nichts damit zu tun hat, wer ich bin, sondern dass ich jetzt endlich weiß, wer hat durch meine Augen rausgeschaut und dass derjenige oder dasjenige oder das, was ich wirklich bin, dieses I exist gesagt hat. Und auf einmal wusste ich, ich brauche nie wieder die Frage stellen, wer bin ich? Weil das war ein geschlossener Kreis dann, aber das hat sehr, sehr, sehr viel verändert in meinem Leben. Und das wurde mir aber erst nach diesen ganzen Erfahrungen der letzten 30, 35 Jahre klar. Ich will nur mal kurz für Zuschauer, die vielleicht jetzt Tobias oder Adamus nicht so ein Begriff ist, kurz erklären. Ja. Also da geht es um den Crimson Circle, welches eine Organisation ist oder ein lockerer Zusammenschluss von Leuten, die sich gerne auch, ich sag mal, Nachrichten oder Botschaften von Tobias anhören und von Adamus. Also Tobias war eben ein Meister, ein sogenannter erleuchtetes Wesen, das auf Erden war und das dann durch einen Menschen namens Jeffrey Hoppy gechannelt hat und der jetzt wieder auf die Erde gegangen ist. Und da haben wir diesen Zusammenhang, ja. Also der ist quasi von einem, der ist quasi schon gestorben als Erleuchteter, wenn man so möchte, oder als einer, der sich selbst realisiert hat oder wie auch immer das man sich nennen möchte. Manche sagen aufgestiegener Meister. Und der jetzt, der dann aber entschieden hat, er will nochmal hier auf die Erde kommen in einem menschlichen Körper und das dann mit einem Körper gemacht hat, der quasi, also er ist dann nicht mit seinem Bewusstsein in quasi den ganzen Prozess gegangen, ne? Also nicht in, als Baby quasi in den Mutterleib, sondern er hat einen Körper sozusagen vorgeschickt. Also ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen, nur das so ein bisschen im Hintergrund. Wissen da ist auch für Leute, die es vielleicht nicht so wissen. Und du hast es dann quasi auch in dem Moment so realisiert, als Achtjährige, dass dein Bewusstsein plötzlich da war. Ja? Ja. Dass du plötzlich dir selber bewusst warst quasi. Und davor war das anders quasi, oder? Ja, so kann man das sagen. Das ist wirklich, also ja, das Bewusstsein war, was in dem Moment wirklich realisiert hat, hey, huch, das sieht ja komisch aus, wenn ich aus dieser hohen Perspektive meine Füße angucke. Das ist ja so ein weiter Abstand. Oder einfach nur, ich war fasziniert, einfach nur zu schauen, wie das ausschaut. Also es ist wirklich, wirklich wie wenn du in der Höhle sitzt und so runterguckst und sagst, oh, der Felsen ist aber tief. Also ganz, 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 ganz spannende Erfahrung. Also ganz ein unglaublich intensives Gefühl. Und das ist mir auch, das ist abrufbar. Ja. Das heißt, du kannst das jetzt im Moment auch diesen Zustand oder diesen Bewusstseinszustand jederzeit wieder erreichen, wenn du das möchtest? Es geht sogar noch darüber hinaus. Das ist das, was sich so dadurch ergeben hat, auch gerade so in den letzten paar Monaten, dass es wirklich so ist, dass ich jetzt aus diesem Punkt raus in die erweiterte Perspektive gehen kann. Das heißt, wirklich raus aus der Identifizierung und wirklich einfach genau aus dieser Perspektive, wie ich damals geschaut habe, aber von einer ganz hohen Ebene, ohne die Erdung hier zu verlieren, sondern wirklich zu fühlen, es ist wirklich nur, was heißt nur, es ist dieser Körper, in dem ich die Erfahrungen machen kann. Und das ist das Tolle. Das ist dieses Wunderbare dabei, weil ohne das könnte ich nicht schmecken, nicht riechen, keine Farben sehen, keine frischen Wälder riechen, kein Wasser fühlen, gar nichts. Und das gibt nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive. Also die ist sehr weit geworden, ist auf eine ganz andere Ebene gegangen. Wunderbar. Würde ich gleich direkt voll reingehen jetzt, weil ja. Ich denke mal, die meisten Menschen auf der Erde denken ja immer noch, Bewusstsein ist das, was im Kopf stattfindet. Das heißt Gedanken letztendlich, ja. Also das, was ich denke, worüber ich nachdenke, das ist das Bewusstsein, ja. Jetzt ist das natürlich, das ist ja so auch was Ärzte, wenn man Ärzte fragt oder so, dann sagen die auch, die meisten denken ja, das Bewusstsein ist im Gehirn drinnen. Ja. Ja.
Jetzt würde mich mal von deiner Perspektive, was du so beschreibst, das klingt ja was nach was ganz was anderem. Willst du da vielleicht mal ein bisschen so für die Dummies, so für Leute, die das jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben? Oder auch nicht, egal, ja, oder auch Also umgekehrt, ja. ich versuche es einfach mal, aber ich versuche es einfach mal aus das, was ich fühle, weil jeder muss natürlich selbst da reinkommen, jeder muss selbst in dieses Gefühl kommen und jeder wird seine Erfahrung machen, um in dieses Gefühl zu kommen, weil im Endeffekt ist es ganz schwierig zu beschreiben, weil etwas zu beschreiben braucht Bezugspunkte. Und das ist eine Region, wo keine Bezugspunkte mehr existieren. Das heißt, der Verstand kann nur quasi in bekannten Gewässern fischen. Und das, was der Verstand auf dem Schirm hat, ist das, wo er Bezugspunkte herkriegt. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, du weißt ja, wie ein Ball aussieht, dann holt dein Verstand sofort das Bild von einem Ball raus, egal wie viele Farben oder sowas. Aber du weißt ungefähr, was es ist und sämtliche Pendants, die du hast, kommen hoch. Und beim Bewusstsein ist es jetzt so, dass der Verstand immer eine Form von künstlichem Bewusstsein erschaffen hat, anhand seiner Bezugspunkte, die er hat, also anhand dessen, was er kennt. Aber wir kommen jetzt in einen Bereich, wo das eben nicht bekannt ist. Das heißt, es ist was, was gefühlt werden muss. Und da klinkt der Verstand sich aus, weil der läuft erstmal amok und ist erstmal so, dass er Erklärungen sucht. Ach ja, das kenne ich, das fühlt sich so und so an. Ach, das ist doch das und das. Und das ist es aber gar nicht. Und irgendwann wirst du, so ging es mir, wirst du ganz still und lässt das ganze Kartenhaus der Gedanken einfach zusammenbrechen, weil alles, was in deinem Kopf dir was sagen möchte, wie sich was anfühlt, was ist, eine Erklärung abgeben möchte, ist nur, weißt du, ist nur künstlich und ist nur unecht. Und dann ist es wie wenn du auf so einen Nullpunkt kommst und auf einmal macht sich dir ein Bild auf, was du nicht mehr beschreiben kannst. Und dir ist etwas bewusst geworden. Also auf einmal kommt wirklich dieses Bewusstsein rein, ohne dass du Worte finden würdest. Aber du weißt, es existiert hinter den Stimmen in deinem Kopf oder unten drunter oder oben drüber. Aber es sind nicht diese Stimmen, die was erklären wollen. Und erst hinterher kommt dann so langsam das Bild von den Erklärungen rein, was es denn gewesen sein könnte. Das ist ähnlich, ich sage, das beschreibt es auch immer wieder bei, wenn ich Klienten habe oder sowas. Jeder erinnert sich an Christopher Columbus, als die Schiffe angekommen sind. Und die Indianer konnten nicht sehen, dass das Schiffe sind. Die haben gedacht, das wären Wolken, weil keiner das im Bewusstsein hatte. Nur der Schamane, der das gesehen hat, für den haben sich auf einmal diese Wolken als Segel rauskristallisiert. Und er hat gesehen, ach, das sind Segel. Das ist irgendwas, was keiner kennt. Und sein Bewusstsein hat es quasi auf das Bewusstsein seines Volks übertragen. Also in dem Moment, wo er es hatte, konnte die Vernetzung, die sein Volk mit ihm hatte, das auch wahrnehmen. Und das ist es im Endeffekt, was ja auch wir, diejenigen, wie wir jetzt so an dieser Spitze will ich nicht sagen, aber die ganzen Bewusstseinspioniere oder die jetzt wirklich so an der Spitze laufen, ohne das jetzt zu werten, ob das jetzt besser oder schlechter ist, weil da gibt es keine Wertung. Das ist einfach nur. Jemand muss zuerst laufen, das ist einfach so. Und dass da jetzt eine Wahrnehmung passiert, wo es noch gar keine Worte gibt. Und das Bewusstsein ist was ganz, 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 ganz anderes. Sich über sich selbst bewusst zu sein, ist ein Gefühl, ist wirklich ein Gefühl, für das es noch sehr, sehr wenige Worte gibt. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen, ja. Also ich fand es toll, weil ich habe noch nie das so gehört wie von dir. Und das ist eben das Tolle wieder, dass dass jeder Mensch natürlich seine Perspektive hat und seine Variante auf dem Bewusstsein. Und ich für mich sehe auch immer wieder, je mehr Menschen ich spreche darüber und jeder mir seine Perspektive mitteilt, desto ja, größer wird das Bild auch, ja, und kompletter irgendwo auch. Das ist einfach ein tolles, ja, ich fand das klasse, ja. Das ist die Vielfältigkeit. Das sind wirklich diese multiplen Beobachterpositionen, die ganz wichtig sind und die man für sich selbst auch immer wieder einnehmen sollte. Also ich mache das immer, wenn sich mir was bietet, dann versuche ich immer ganz viele Standpunkte einzunehmen, um das von jeder Position zu betrachten und mir dann erst ein Bild zu machen und auch zu wissen, dass auch dieses Bild noch nicht vollständig ist, weil es gibt noch etliche Positionen, wo ich noch nicht war, also wo ich noch nicht geschaut habe. Und das ist unglaublich, also es ist sehr, sehr wichtig, auch um dann die Balance zu halten. Wunderbar. Jetzt ist aber so, dass es ja auf der Welt im Moment oder so die Menschen, wenn man sie so auf der Straße trifft, generell noch nicht so viel Bewusstsein da ist einfach, ja. Was glaubst du, woran liegt das, dass wir hier auf der Erde quasi im Moment noch so wenig Bewusstsein haben und worum es jetzt aber offensichtlich das Interesse ja immer mehr zunimmt dafür auch? Hast du da eine Erklärung für?
Also meine Erklärung wäre dafür, dass einfach noch wahnsinnig viel Hypnose und Überlagerung hier ablaufen. Das heißt, die Menschen werden immer noch viel beschäftigt mit Brot und Spiele braucht die Welt. Das heißt, da wird Ablenkung, es werden künstlich Probleme erschaffen von wegen, was brauchst du, was musst du unbedingt haben, was musst du unbedingt kaufen. Es wird den Leuten quasi suggeriert, dass ohne Probleme geht's gar nicht, weil irgendein Problem hat jeder. Und wenn die Probleme nicht da sind, werden sie künstlich erschaffen. Das heißt, der Mensch wird beschäftigt gehalten. Mhm. Dieses Beschäftigthalten bringt die Leute davon ab, wirklich mal in diese Stille zu gehen, um sich mal Gedanken zu machen, was geht hier eigentlich ab oder stimmt es überhaupt? Aber das kommt immer mehr an die Oberfläche. Das heißt, es ist auch jetzt interessant, wo wir den Fokus hinwenden. Weil wenn ich den Fokus darauf wende, wie viele Menschen schon Bewusstsein entwickeln, die es vielleicht gar nicht wissen, sondern die dieses natürliche Bewusstsein mhm. sind es schon total viele. Ja. Wenn ich dann den Blick auf die andere Seite richte und denke, wie viele hocken vorm Fernseher und gucken sich irgendwelche Soaps an, weil sie da, nicht weil es ihnen Spaß macht und weil es dazugehört und weil es eben auch einfach zum Leben gehört, sondern weil sie so eingesaugt sind da drin, weil sie so abhängig davon sind und abhängig davon sind, zu konsumieren zum Beispiel, ohne drüber nachzudenken, tut es mir wirklich dauerhaft gut oder ist es nur so eine schnelle Befriedigung, weil ich mir jetzt das und das kaufen konnte. Mhm. Und ich glaube, da, das ist jetzt ganz wichtig zu wissen, wo möchte ich meinen, oder wo muss jeder, wo wendet jeder seinen Fokus hin, wo gibt jeder seine Energie hin? Und das wird sich nämlich dann auch vermehren. Also das wird dann auch mehr werden. Fokus auf Dramen, dann werde ich nur noch Dramen um mich herum sehen. Und wenn ich den Fokus habe auf das, was sich schon tut und entwickelt, dann werde ich immer mehr sehen, was sich auf dem Gebiet entwickelt. Und irgendwann, und da bin ich mir ganz sicher, das braucht auch nicht mehr lange, ist eben dieser sogenannte 100. Affe erreicht, wie eben dieser Schamane dabei Christoph Kolumbus, wo wir so vernetzt sind auf einer anderen Ebene, dass diese Lichtpunkte, die jetzt geschaffen werden, so groß sind, dass jeder irgendwann morgens aufwacht und sagt, huch, also ich fühle mich anders. Gestern war das noch nicht so. Wieso bin ich eigentlich im Streit mit meinem Nachbarn oder mit meinen Freunden oder mit dem und dem? Oder wieso bin ich überhaupt noch bei dem Job? Dass also wirklich ganz, ganz viele so Aufwachprozesse stattfinden. Wie wenn du den Leuten diese Hypnose mal wegnimmst, die noch stattfindet. Und dann macht sich wirklich deutlich, wie absurd Werbung ist oder wie absurd manche Reklame ist oder wie absurd manche Kinofilme sind. Und da raus zu sein, dann kann man es auch wieder in der Freude anschauen. Also dann kann man reingehen und sagen, ja, lass uns mal amüsieren und wir gucken mal irgendwas, keine Ahnung, was uns Spaß macht. Aber du bist dann nicht mehr in in der Position, dass du es für bare Münze nimmst oder dass dein Bewusstsein sich deswegen sich nicht entwickeln könnte. Ich finde es ganz toll, weil das ist wirklich auch für mich ganz enorm, gerade in letzter Zeit, also in den letzten Jahren, aber vor allem auch wirklich so letztes halbe Jahr, letztes Jahr, wie ich sehe, wie die Menschen wirklich aufwachen. Also wie Menschen, wo ich vielleicht auch, die ich vielleicht vorher schon gekannt habe, wie die sich verändert haben schon, einfach vom Gefühl her, einfach von der Art, auch wie sie Fragen stellen, wie sie das Leben sehen und so weiter, ja. Was da für unglaubliche Prozesse und Transformationen stattgefunden haben, das ist wirklich enorm, ja, ne? Das verändert alles, ja. Nee, absolut. Also es sind vor allen Dingen auch ganz, ganz unscheinbare Momente, wo du gerade auch junge Leute triffst, die so ein Wissen schon haben und sich auch wirklich trauen, das auszudrücken. Mhm. Und trotz allem, also wo ich dann immer denke, Mensch, also selbst wenn das Elternhaus oder das Umfeld das nicht unterstützt, die sind schon so sicher oder die haben schon so einen tollen Einblick und Überblick, das muss einfach nur noch ein bisschen bejaht werden, um zu sagen, ja, ist vollkommen richtig, dass die den Mut haben, das dann auch weiterzugeben. Und ich merke, dass sich das unter den Freunden viel schneller verbreitet, also wie ein Lauffeuer, gerade was die jungen Leute betrifft. Und es sind, glaube ich, eher so die älteren Generationen, die da Schwierigkeiten mit haben, die wirklich jetzt... ja, es war schon früher so, es war schon immer so. Also es gibt viele ältere Menschen, die sehr griesgrämig sind oder die sehr, weil sich die jungen Menschen was erlauben, was ihnen nicht erlaubt war. Mhm. Aber anstatt zu sagen, hey Mann, ich finde es toll, dass ihr euch das erlaubt, uns war das nicht erlaubt, Mensch, ich erlaube mir das jetzt auch mal, werden die so richtig bitter oft, also so verbittert und sagen dann wirklich, ja, bei uns gab es das früher auch nicht. Mhm. Und das ist da, wo ich wirklich merke, da findet gerade eine ganz große Trennung statt, also ein ganz großer Trennpunkt.
Ja, das ist genau das, weil die andere Seite ist dann, das habe ich eben, was ich auch so stark beobachte, ist dann eben das, wirklich die Depressionen zunehmen, die Wut eben, das, was wir auch gerade sehen auf der Erde, diese Tumulte, diese Explosionen, richtig, ja, weil da was rausgeht, was schon lange raus wollte, so, also so fühlt sich's an, ne? Ja. Toll. Ja, du musst ja, schau mal deine, die eigene Entwicklung an. Als wir angefangen haben und gemerkt haben, dass das Leben doch nicht so ist, wie wir dachten, dass es so ein strukturierter Rahmen ist, da sind sämtliche Aspekte amok gelaufen und haben gedacht, ja, super, toll, war jetzt alles umsonst, habe ich jetzt, dann brauche ich ja gar nicht mehr hier sein. Also dann kommen so Stimmen rein, die im Grunde genommen einfach nur die Verzweiflung sind von diesen ganzen Aspekten, die uns die ganze Zeit gelebt haben. Und jetzt in dem Moment, wo du dann sagst, hey, ich bin aber hier in der Mitte und ich bin diejenige, die wichtig ist und meine Aspekte setzen sich jetzt mal alle hin. Natürlich gibt es Tumult und das, was in jedem Einzelnen innen drin stattfindet, erstmal diese Depression oder dieses, ja super, dann war ja alles umsonst, vermeintlich, das geht natürlich auch im Außen ab, weil das hat riesengroße Folgen. Das ist riesengroße Folgen, ja. Und das ist ja dann auch so, dass du sprichst von Aspekten, andere sagen Anteile, das kann man auch benennen, wie man will. Also quasi die Teile, die, wo man auch so ein bisschen unbewusst mit ist, ne? Das meinst du damit, ne? Das quasi Teile, die man vielleicht so ein bisschen programmiert sind, wenn man so mag, und die man einfach so macht und wo man aber überhaupt kein Bewusstsein richtig dafür hat, wo man das gar nicht richtig mit dem Bewusstsein macht, sondern mehr so automatisch abläuft, diese Hypnose, wo du es auch gesagt hast. Richtig, ne? Ganz genau. Und ja, das ist ja auch, also was bei mir auch viel war und ich weiß auch bei vielen, die in diesem Prozess drin sind, dass da wahnsinnige Herausforderungen dann auch im Leben kommen. Also wie gesagt, wir sehen das. Ich meine, so ein Krieg ist einfach eine Herausforderung oder eine Depression oder dann kommen natürlich auch mal Schicksalsschläge, ja, oder Trennungen. Ganz schlimme Sachen können da passieren, was einem wirklich regelrecht den Boden unter den Füßen wegnimmt, ja. Willst du da ein bisschen erzählen, was bei dir so dir begegnet ist, wie auf deinem Weg? Ja? Wirklich sehr viel. Also das war von jugendlicher, frühzeitiger Magersucht, also wirklich ganz, ganz übel, wo ich dann aber auch selbst rausgekommen bin, bis ganz viel geraucht, also wirklich viel, 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 viel geraucht, Kettenrauchen, aber auch von einem Tag auf den anderen aufgehört, einfach weil auf einmal so ein, wirklich dieses, das ist wie so ein, wie wenn dich jemand schubst und dann sagt, aber innerlich schubst und sagt von wegen, was machst du hier eigentlich? Und das ist, glaube ich, das, was bei den Leuten immer mehr kommen wird. Also, dass ungesunde Beziehungen werden einfach sagen, wieso bleibe ich hier noch? Es ist doch viel schöner, alleine zu leben, als in der Angst alleine zu sein, aus Angst alleine zu sein, bleibe ich lieber in einer ganz schrecklichen Beziehung. Oder auch wirklich, wenn jemand versucht, seinen Trauer oder seinen Gram oder seine Depression in Alkohol zu ertränken und dann eben diesen Punkt verpasst, zu sagen, okay, ich höre jetzt mal auf damit oder ich schränke das Ganze wieder ein. Wenn von außen dann jemand kommt und sagt, hey, du musst aber und du musst anders machen, das bringt alles nichts. Indem es kommen immer mehr diese Aufwachpunkte, glaube ich, bei den Menschen, diese innere Schubser, die dich anhalten lassen und sagen lassen, was mache ich hier eigentlich? Oder wieso mache ich das eigentlich? Oder eigentlich schmeckt es ja gar nicht. Oder eigentlich will ich hier gar nicht mehr sein. Oder eigentlich muss ich umziehen. Und das ist das, wo ich hatte da ein ganz... Ich glaube, dieses ganz früheste Aha-Erlebnis fing an, da hatte ich vor, ich weiß nicht, ob das 2004 war oder sowas, im Cryon-Channeling gelesen. Das war das erste, ein erstes Channeling über dieses, ja, wer bin ich? Und ich hatte auf einmal so ein Bild, als würde ich auf einem riesen Monopoly-Feld spielen und sitzen und sein und sagen, das ist ja lustig, das ist ja wirklich genauso, von wegen mir nimmt einer das Geld weg, ich bin arm, ich krieg wieder was rein, lauf über los, ich krieg wieder was Neues. Und genauso hat sich das auf einmal angefühlt, wie wir hier spielen. Und in dem Moment zu fühlen, sich selber quasi davon zu befreien, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Wirklich das Schlimmste. Und sich dann da rein zu versetzen. Genau. Ist die Depression das Schlimmste? Ist das das Schlimmste? Nee, es ist das Schlimmste, in so einem Siechtum einfach nur zu versuchen, noch 20 Jahre weiterzuziehen. Anstatt wirklich 30 Jahre in der Fülle zu leben, also wirklich im vollen Bewusstsein und dann
von einem Auto überfahren zu werden, zufällig, keine Ahnung. Aber als wirklich 80 Jahre zu sagen, oh, ich muss mindestens 80 oder 90 werden und naja, dann kann ja endlich mal die Gebrechen anfangen und dann kann ich ja endlich mal gehen. Also ich glaube, diese Perspektive ändert sich gerade, dass die Menschen wirklich merken, das Leben findet jetzt statt. Ich muss nicht sparen auf eine Rente, die irgendwann kommt. Oder das ist bestimmt, werden da einige jetzt sagen, um Gottes Willen, das muss aber doch sein. Aber das war nie mein Weg. Also mein Weg war immer, dass jetzt findet es statt. Ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist. Wenn da eine große Inflation ist oder so, ja, dann kann ich mir für 1 Million Euro ein Brot kaufen. Also gebe ich doch lieber jetzt das Geld aus und ja, und dann gucke ich mal, was in 20 Jahren ist. Ob das, oder nicht dieses. Jetzt zu leben, wenn wir jung sind, also wenn das ein Alter ist, wo du wirklich alles genießen kannst und nicht erst warten. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo die Menschen anfangen, auch aus diesem Teppich-Wegzieh-Moment so ein bisschen aufzutauchen, weil zu sagen, okay, mir ist jetzt der Teppich unter den Füßen weggezogen worden, dann geht's jetzt das Leben eben richtig los. Weil warum haben so viele Menschen, die so einem die eine Diagnose kriegen, wo es dann heißt, ja, sie haben noch ein halbes Jahr zu leben oder noch 3 Jahre. Warum fangen Menschen erst genau an dem Punkt an zu leben? Mhm. Und das ist, diese Frage habe ich mir immer gestellt. Ich habe dann immer gesagt, egal welche Teppiche mir irgendwo weggezogen werden, es ist nicht, die Zeit ist jetzt einfach da, weil der Teppich kann morgen ganz weggezogen sein. Ich habe keine Garantie dafür, dass ich morgen die Augen aufmache. Oder dass ich aus einem Mittagsschlaf aufwache. Ich habe so viele Freunde gesehen in den letzten 1-2 Jahren, die wirklich genau so gegangen sind. Vollkommen gesund, absolut gar nichts. Sie sind einfach eingeschlafen. Mhm. Und das ist für mich so ein Zeichen von wegen so, ja, der Jetzt-Moment ist wichtig. Und jetzt erschaffe ich das, was ich jetzt haben möchte, was ich jetzt auch mir vorstellen könnte, aber in so großen, großzügigen Pinselstrichen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass ich immer mit einem Lächeln quasi gehen könnte, um zu sagen, ich habe nichts verpasst. Also ich bräuchte nie sagen, hätte ich doch mal das und das gemacht. Mhm. Und das müssen sich wirklich all die Leute vor Augen halten, die in der Depression sitzen oder sowas, oder die auch wirklich, weil es ist nicht ihre Depression. Mhm. Es ist diese auch wieder eine Überlagerung von der Ebene, wo vielleicht viele Leute depressiv sind und die haben das angezapft, wie wenn du Strom aus der Steckdose ziehst und auf einmal siehst du, oh Mann, das ist ja gar nicht mein Strom, der da läuft, sondern ich habe mich ja an so eine große Überlandleitung angeschlossen und auf einmal lastet die ganze Depression der Erde auf mir. Dann wirklich zu sagen, nee, Moment, mir gehört nur dieses Stromkabel und das kann ich jetzt einfach mal entsorgen, weil warum soll ich noch depressiv sein? Also das ist so eine Gratwanderung, wo jeder wirklich für sich sehen muss, ist es denn überhaupt noch meins? Oder habe ich mich gerade in ein Bewusstsein eingeklinkt, wo viel Depression herrscht, wo viel Trauer herrscht, wo viel Wut herrscht, egal welche Emotion es auch ist, das ist immer nur ein ganz kleines Stück unser eigenes. Und dann machen wir aber eine Tür auf in dem Moment für ganz, ganz viel und glauben, oh Mann, also ich bin so wütend oder ich bin so traurig oder ich bin so, und es ist gar nicht uns. Wunderbar. Das ist dieses Massenbewusstsein, ne? Auch, ja. Also das merkt man ja auch, wenn zum Beispiel Grippeepidemien sind oder sowas, wo du richtig merkst, dass dann was, wenn dann richtig Massenbewusstsein was passiert, ja. Genau. Aber da kam bei mir gleich auch noch eine Frage, wie gehst du damit um? Sag mir mal, du kennst ja auch den Zustand der Depression sehr gut, sicherlich, ne? Ja. In deinem Laufe der Jahre hast du das auch mal gehabt. Es gibt natürlich jetzt mehr Möglichkeiten, die Tablette, das Glas Wein, ja, schreien. Mhm. Aber mal so ganz generell, was war es für dich so ein Weg? Also ist es so dieses, es wegzuschieben, es zu verdrängen? Ist es das komplett annehmen? Da gibt es ja auch so ein paar verschiedene Herangehensweise. Wie war deine? Also meine war wirklich so, als ich, das ist die erste spontane Handlung, die, glaube ich, jeder macht, ist dieses Ablehnen. Also dieses weg, das will ich nicht haben. Ich bin nicht mehr okay, ich bin nicht mehr in Ordnung und deswegen muss ich was tun, dass ich wieder in Ordnung bin. Das Interessante ist, dass ich dann sofort gemerkt habe, es wird schlimmer. Und dann habe ich wirklich gedacht, okay, dann frage ich doch mal, sag mal, kannst du noch schlimmer werden, Depressionen? Kannst du wirklich mich noch mehr reinreißen? Jetzt gib doch mal alles. Jetzt gib doch einfach mal alles und lass mich da mal so richtig reinsacken. Und ich habe mich richtig in dieses Gefühl reingegeben und habe wirklich Ja gesagt dazu und habe gesagt, okay, dann nehme ich es jetzt einfach an. Ich bin jetzt depressiv und das ist okay, weil es ist halt jetzt einfach mal so. Und habe aufgehört zu kämpfen und habe einfach es zugelassen. Und in dem Moment war das wie, wenn du sagst, denk doch mal einen Gedanken. In dem Moment, wo du einen Gedanken denken sollst, kommt keiner. Und
Genau das ist da auch Stimmt, passiert. ich habe es gerade ausprobiert. Das denkt nicht an irgendetwas. Wenn du wirklich sagst, denk nicht da und da dran, dann permanent da dran. Aber wenn du sagst, okay, dann schau doch mal, was als nächster Gedanke reingeflogen kommt und du wartest und wartest und es kommt nichts. Und das war da genauso. Und egal, was es war, also ob das eine Depression war oder Migräne oder Kopfschmerzen oder sowas, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, der Schmerz ist da, kannst du noch schlimmer werden? Dann werd doch mal schlimmer. Mhm. Und ich am Anfang war das wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Aber ich habe mich an eine Metapher erinnert. Ich weiß nicht, ob du Ski fährst. Mhm. Wenn jemand Skifahrer ist, und das war für mich so bildlich das, was eigentlich wichtig ist in solchen Momenten. Wenn du in einen steilen Hang reinfährst, macht jeder aus erster Reaktion so und geht nach hinten. Aber in dem Moment gibst du Druck auf die Ski und du rauscht ungebremst diesen Hang runter, weil du wirklich das Gewicht nach hinten verlagert hast, aha, aus Angst. Ja, genau. Aber du die Angst, wenn du der Angst entgegenwirst und lehnst dich in den Hang rein, das heißt, du lehnst dich in die Steile rein, bremst du. Und die Skier werden langsamer und sie sind kontrollierbar. Und das ist dieser Umkehreffekt. Das heißt, im Endeffekt genau das Gegenteil von dem machen, was wir gewohnt sind zu tun. Wir sind gewohnt, es abzuwehren. Nee, wir lehnen uns in den Hang rein und sagen, ja super, wenn ich mich da reinlehne und wenn ich mich da reinbegebe, dann löst sich das in Wohlbefinden auf. Dann ist es einfach weg. Und das sind wirklich so diese ersten Schritte. Es wird dann auch noch ein bisschen tricky und subtiler, aber es ist immer wieder dasselbe Prinzip. Es ist immer wieder dieses Rauspicken und genau das Gegenteil von dem tun, was wir gewohnt sind zu tun. Super, also das finde ich ein grandioses Bild mit dem Skifahrer. Das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen. Ja, auch wenn man nicht Ski fährt, das ist irgendwie so, das kennt man irgendwie, das Bild. Ja, ja, und jeder, der anfängt, der sollte es gerne mal ausprobieren. Ja. Also wirklich in einem Hang rein und sich nach hinten lehnen aus Angst, der wird abflutschen. Aber in dem Moment, wo er nach vorne geht und sich auf die Mitte der Skier, auf die Balance oder sogar zur Spitze hin, also richtig in diese Angst reinbegibt, in dem Moment ist es weg, in dem Moment ist es langsam und es ist perfekt. Toll. Doch. Jetzt ist ja so, dass die Herausforderungen, also ich weiß es ja auch aus eigenen Erfahrungen, ja auch nicht ohne Grund da sind. Das ist ja nicht einfach nur Scheiße oder eine Strafe oder sowas. Nee. Ja. Was war das denn für dich immer so? Was haben dir die Herausforderungen letztendlich gebracht? Ja, also am Anfang ist dieses oder auch Depression oder Angst oder Wut oder Schreien oder tiefe Trauer, was auch immer. Ich meine, das ist ja wirklich das, was wir immer total vermeiden wollen, wie du auch so schön gesagt hast. Ja. Aber wo war dann für dich so der Diamant da drin oder... Willst du da ein bisschen drüber sprechen, was du so zum Beispiel auch an Weisheit daraus gewonnen hast, aus so Erfahrungen, was Konkretes? Also die Weisheit, die ich aus sämtlichen Begebenheiten, was so familiär auch passiert ist, wirklich daraus gewonnen habe und immer wieder sehen konnte, ist, dass es ganz wichtig war, meinen eigenen Weg zu gehen. Mhm. Dass es ganz wichtig war, dass ich meine Intuition damit entwickelt habe, dass ich auf meine innere Stimme gehört habe, dass das, was negiert wird, wenn man klein ist, oder also bei mir jetzt nicht unbedingt, aber ich denke mal bei vielen Menschen, die dann einfach sagen, jetzt sei doch mal realistisch und jetzt geh doch mal, also was heißt hier dein Bauchgefühl, du siehst doch hier, wie es abgeht, und jeder verlässt sich ganz stark auf das Außen und hat verlernt, wirklich auf das Innen zu hören. Und meine Weisheit war wirklich so, in meine eigene Kraft reinzukommen, zu sehen, wer bin ich überhaupt? Also was ist meine Fähigkeit? Was ist meine Kraft? Und da wirklich, das hat sich wirklich wie ein roter Faden und immer wieder die Essenz ist es da draus gewesen, auf mich zurückgeworfen zu werden. Also wirklich zu sagen, diejenigen, die mir alle aufgrund von Gegebenheiten, wo ich traurig war, was weiß ich zum Beispiel, bin immer so ein bisschen gegen den Strom in der Familie geschwommen. Also ich war immer nie die Mitschwimmerin. Und ich glaube, das geht vielen so, die so in den Situationen laufen, wie wir alle laufen. Und da habe ich am Anfang auch gedacht, Mensch, also wieso ist das so? Und wieso habe ich immer Stress? Und wieso renne ich da immer gegen Wände? Aber im Endeffekt musste das so sein. Im Endeffekt mussten mir alle den Rücken zu kehren, mussten mir auch in dem Moment die Tür weisen, weil es ganz wichtig war, dann meinen eigenen Weg zu gehen und vor allem, dass ich unbelastet war von irgendwelchen Rücksichtnahmen. Also, dass ich in dem Moment brauchte ich keine Rücksicht zu nehmen, sondern ich konnte mich wirklich auf mich konzentrieren. Und zum Beispiel die Weisheit, dass meine Mutter so früh gestorben ist. Ich habe damals mein Abitur alleine gemacht hier, weil mein Vater im Ausland gearbeitet hat, meine Schwester schon arbeiten war, woanders, also auch nicht hier. Und ich habe 25 Jahre später meinen allerersten Dreamwalker Death gemacht.
und habe. Ganz kurze Erklärung, dass wir nur für die, ja. Entschuldige, ich wollte nicht, aber Dreamwalker Death ist quasi ein Seminar, wenn man so möchte, ne? Mhm. Wo man quasi sich um das Thema Tod geht, ist da ganz speziell. Das heißt, ja. Man macht ganz konkrete Erfahrungen, was passiert, nachdem man den Körper verlassen hat. Und mhm. man begleitet sogar auch Menschen im Sterbeprozess. Das will ich nur mal kurz als Erklärung da einwerfen. Entschuldige. Genau, da kann ich dich sogar noch ergänzen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und zwar, das ist so diese alte Begleitweise, wie auch die Anasazi das gemacht haben. Das heißt, der Tod endet nicht hier im Hospiz oder auf dem Sterbebett oder wenn derjenige glaubt, er ist jetzt hier eingeschlafen und geht auf die andere Seite, sondern der Dreamwalker Death geht im Grunde genommen einen ganz alten, altbekannten Weg, dass die Menschen wirklich die Chance haben, danach in diesen anderen Seinsbereichen begleitet zu werden. Aber nicht begleitet, indem ich sie am Arm nehme und durchzerre, sondern es ist einfach nur, der Dreamwalker ist so ein Ruhepol und quasi immer wie so eine Leuchtturmfunktion, dass wenn jemand sich da verirrt, dass er dann eben aus diesen Bereichen wieder rauskommt. Das hat, also wer sich damit beschäftigen möchte, das hat ganz interessante Hintergründe, weil wir sind noch nicht im Endeffekt da, wo wir sind, wenn wir auf die andere Seite gehen. Mhm. In diesem Kurs lernt man halt, diese alte Begleitung zu machen, die eben über diese Sterbebettbegleitung hinausgeht, eben noch auf die andere Seite. Du bietest den Seelen oder den Menschen die Möglichkeit, wirklich zur letztendlichen Destination, also zu ihrer Seelenfamilie zu kommen. Und was für mich halt so absolut unglaublich zu der damaligen Zeit war, dass ich wirklich in dem Moment, weil Zeit und Raum existiert ja in den anderen Bereichen nicht, dass ich wirklich meine Mutter begleitet habe, nach 25 Jahren. Oh, ja. In dem Moment wurde alles klar, warum sie so früh gegangen ist, warum ich überhaupt hier bin, was es überhaupt alles auf sich hatte, dass die Familie keine so große Rolle gespielt hat. Und ich konnte mich sehen, um es mal so einen kurzen Eindruck zu kriegen, so einen ganz kleinen Eindruck, wer ich bin. Das hatte ich aber dann schnell wieder vergessen. Ja, ist ganz lustig. Aber es war, das ist wirklich dieses, wie kam wir überhaupt da drauf? Das ist ja, wirklich die Weisheit zu deiner Mutter. Du hast gesagt, die Weisheit zum Tod deiner Mutter. Ne? Das richtig. Und das war diese Essenz daraus, die ich aus den ganzen Jahren sehen konnte, warum mir Dinge passiert sind, warum ich alleine gehen musste, warum Trennungen, auch familiäre, stattgefunden haben, warum ich eben so ein bisschen gegen Strom geschwommen bin. Und alles, was so die letzten Jahre passiert ist, konnte ich wirklich, wenn du einmal weißt, dass es nichts ist, was dir Beine stellt oder dass es wirklich Menschen sind, die oftmals einfach maskiert sind. Weil, weißt du, die Menschen, die dir am meisten wehtun können, sind diejenigen, die am dicksten mit dir auf der anderen Seite befreundet sind. Weil nur die können dir so eine Erfahrung überhaupt geben. Nur die, selbst wenn die Tränen weinen würden, du darfst es nie sehen, weil du musst diesen Schubser kriegen. Diese Menschen muss es geben, weil wenn alle nur freundlich um dich rum wären, würden wir im Endeffekt, wenn es hart auf hart kommt, nie in diese Pötte kommen und zu sagen, es ist meine eigene Kraft, die ich habe, es ist mein eigener Weg, den ich gehe. Und deswegen sind diejenigen, die dann die Aufgabe übernehmen und sagen, okay, also wir machen es zwar in den anderen Bereichen oder hier, sie wissen das ja bewusst gar nicht, nicht so gerne, aber wir schubsen sie jetzt wirklich an ihre Grenzen. Wir bringen sie an ihre Grenzen. Wir bringen sie an ihre emotionalen Grenzen. Wir bringen sie an sämtliche Grenzen, damit sie aufwacht, damit sie wirklich diesen Weg geht. Und das ist das, wo viele Menschen sich verlieren, die dann sagen, warum macht er das mit mir? Und aber ich bin doch immer so nett oder wir waren doch so gut befreundet. Die Essenz daraus ist wirklich, das sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Es ist wichtig darum, in diese eigene Kraft zu kommen. Und da braucht es manchmal wirklich so einen Schubser. Großartig, ich danke dir dafür, das ist ganz toll. Und das ist wirklich, dein größter Feind ist dein größter Freund, ja. Danke. Ja, und ich habe auch mal so eine Erfahrung, also ich habe auch den Dreamwalker Death gemacht und ich habe da, bei mir war es meine Großmutter und das war für mich so besonders, weil, und das passt so gut zu dem, was du erzählt hast, weil als ich, meine Großmutter ist gestorben, da war ich, ich weiß nicht, so um 18 Jahre oder so, also es ist schon ein paar Jährchen her und ich hatte eigentlich nie eine besonders tiefe Bindung mit ihr. Sie war sehr, ja, so eine Lady und aber nicht sehr gefühlvoll, ja. Deswegen war es nie eine besonders liebevolle Bindung. Und in diesem Dreamwalker Death, den ich da auch gemacht hatte, habe ich sie plötzlich getroffen und ich hätte im Leben damit nicht gerechnet, dass ich sie wiedersehe und habe sie als ein komplett anderes Wesen gesehen und habe letztlich gesehen, dass ich sie schon seit langer, langer, langer Zeit kenne und wir eine
tiefe, ganz liebevolle Verbindung haben und wo mir wirklich die Tränen gelaufen sind vor Rührung, weil das wirklich so ein Erinnern war, ja. Und das ist so eine wundervolle Erfahrung gewesen und bestätigt so oder so das, was du sagst, ja. Für mich habe ich auch ganz schön erfahren, ja. Und ist auch wieder so, würde ich gerne zum Thema Beziehung gleich switchen, weil das passt gerade so gut, ja. Ich finde es faszinierend, dass du verheiratet bist. Ich meine das ernst. Weil ich kenne so viele, die, die in diesem Prozess wirklich sagen, wo es dramatische Trennungen gibt oder gar nicht erst zu der Beziehung kommt, ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, absolut. Weil es also eine enorme Herausforderung ist, eine Beziehung, oder? Das ist es allerdings, ja, weil es ist wirklich, es wäre einfacher manchmal alleine, das ist tatsächlich so, aber dann hättest du niemanden, dem du die Schuld geben kannst. Nein, nein, Scherz beiseite. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass es unabdingbar ist, dass in irgendeiner Form der Partner mitziehen muss. Das heißt, oder mitziehen sollte. Kein Muss. Und täusch dich nicht, es gab genug Situationen in unserer Beziehung, wo ich wirklich gesagt habe, also gerade als ich auch damals meinen Job gekündigt hatte und in die Selbstständigkeit gegangen bin und auf einmal so ganz irrige Reaktion kam, weil da hatte ich also schon längst mit dem Bewusstsein und mit dem Umbruch angefangen und mit den Channelings lesen und mich da so rein zu vertiefen. Aber da kamen dann wirklich Situationen, wo ich aber wirklich in dem Moment wusste, ich gehe keine Kompromisse mehr mit mir ein. Ich gehe es nicht mehr ein. Und ich habe gesagt, ich verlasse lieber Familie, Kind. Damals hatten wir noch keinen Hund. Da waren die Kinder noch kleiner. Aber ich habe lieber gesagt, lieber mache ich hier Schluss, aber ich könnte mich weder bremsen auf dem Pfad, noch könnte ich mich anhalten, noch würde ich zurückgehen wollen, weil es geht einfach nicht. Jeder, der diesen Weg geht, der weiß, es geht einfach nicht zurück und es gibt keinen Stopp. Und das Schöne war, dass ich hatte sowieso meinen Mann auf sehr interessante Weise kennengelernt, die also auch nicht so üblich ist. Das trete ich hier jetzt aber nicht breit. Ach komm, jetzt muss ich mal Linke beworben werden, wirklich, komm. Nein, nur Spaß, genau. Nee, aber wo ich glaube, dass das sowieso von Anfang an eine sehr besondere Beziehung war, weil die nicht so auf dem üblichen Weg entstanden ist. Und in dem Moment, wo ich das damals gesagt hatte, wo ich dann auch gesagt habe, also da sind die und die Sachen im Urlaub passiert und das kann ja wohl nicht wahr sein und das, ich war auch ganz ruhig, also ich war nicht sauer, weil ich hatte mein Resümee geschlossen und ich habe gesagt, okay, ich hatte Zeit genug damit, mich anzufreunden beziehungsweise wirklich da reinzufühlen und habe gesagt, nee, also mir egal, selbst wenn ich unter der Brücke schlafe, das ist auch egal. Und in dem Moment kam aber von ihm dann auch dieses, Mensch, ich habe selbst gemerkt, was da passiert ist und ich habe quasi gefühlt, was ich sage, aber konnte es nicht verhindern und habe mich selbst beobachtet und gemerkt, wie komisch ich mich verhalten hatte und er wollte das auf keinen Fall. Und damit hat für ihn auch eine Wende stattgefunden. Also auch für ihn kam dann in dem Moment ein Umsprung. Und so hat sich das bislang immer angefühlt, wie dieses so ein, als wenn wir wie dieses Männchen an diesen zwei Fäden, dieses Kinderspiel, du ziehst an einem Faden und das Männchen geht immer so Stückchen für Stückchen höher und irgendeiner von uns hat immer was erlebt oder was mitgemacht oder was gemacht und der andere konnte davon profitieren oder umgedreht. Und in der letzten Zeit ist es halt so gewesen, dass ich wirklich in Riesenschritten vorangelaufen bin, aber das hat sich einfach so ergeben. Ich bin in den Strom reingekommen und bin einfach mitgeschwommen, aber da ist es jetzt an mir, wirklich dem anderen sein Tempo zu lassen und wirklich zu sagen, pass auf, ich möchte aber auch nicht, dass du mich zurückhältst, aber ich werde dich auch nicht pushen und ich weiß, dass du weißt, was ich mache und ich weiß, dass ich dein Tempo kenne. Und so kann man wunderbar miteinander zusammen sein, weil keiner das negiert, sondern jeder versteht das andere und lässt den anderen aber auch schwimmen. Und das ist wirklich das, glaube ich, wo bei vielen Beziehungen noch ganz viele Aspekte, wir sind wieder da, mitgespielt haben, die einfach das Wort übernommen haben und den anderen niemals haben in dieses Sein sacken lassen, um zu sagen, jetzt sind wir alle still, Stimmen hier stumm und ich schaue einfach mal, geht's denn noch? Also wenn es nicht wirklich so ist, dass der Partner einfach sagt, was machst du da oder wo gehst du da hin oder es wirklich verhindern möchte,
Das ist natürlich keine Frage. Aber wenn in irgendeiner Form die Möglichkeit gegeben ist, dass beide im selben Gewässer schwimmen können, aber halt in unterschiedlichen Strömungen, dann ist das doch vollkommen okay. Also ich habe auch bei meinen Beziehungserfahrungen, egal ob das jetzt Partnerschaft oder Familie, und es gibt ja alle möglichen Freundschaftsbeziehungen, was ich auch immer dann, also je weiter ich jetzt in meinen Realisation gekommen bin, immer faszinierender fand, war auch diesen Spiegel zu sehen von mir selber, ne? Zu sehen, wie ich letztendlich immer die Leute auch anziehe, die mir einen ganz bestimmten Teil von mir zeigen, den ich vielleicht entweder noch nicht sehen wollte oder noch nicht sehen konnte. Und es kann ja auch in allen Richtungen gehen. Es kann was sehr Liebevolles sein. Ich kann mich durch einen Menschen unheimlich lieben, aber auch die Teile, die ich an mir noch überhaupt nicht liebe, ja, also so die hässlichsten, dunkelsten Seiten, ja. Ist es bei dir in der Partnerschaft dann auch immer noch so oder bist du da in gewisser Weise drüber hinausgegangen? Also dieses drüber hinausgehen kam erst so die letzten paar Wochen, Monate. Davor war das wirklich so, dass ich gesagt habe, die am engsten mit dir zusammenwohnen, und das ist gar nicht mal so der Partner, sondern eher vielleicht sogar die Kinder, das sind diejenigen, die dir die krassesten Knöpfe noch drücken können, wenn irgendwo noch einer in irgendeiner verstaubten Kiste versteckt ist. Das heißt, das ist wirklich eine Herausforderung, die einfach rauszuschmeißen, wäre zu einfach. Das wäre wirklich da. Es ist irgendwann auch zu sagen, hey, das ist meine Grenze. Aber ich habe jetzt festgestellt, dass wenn du so in der Balance bist, dann ist automatisch diese Grenze gar nicht mehr da. Also dann passiert auch nichts mehr. Aber bis dahin ist es wirklich einfach so, ich hatte das vorher auch immer als Gelegenheit genutzt, zu sagen, was ist da noch für ein Anteil von mir mit drin? Wieso stört mich das jetzt? Oder ist das jetzt der andere? Oder ist das ein Wechselspiel? Oder bin ich auch mal derjenige, der den anderen vielleicht ein bisschen pusht, weil ich jetzt hier so gegendrücke? Und vorher, bevor mir das so bewusst geworden ist, war und ist das bestimmt so eine, genau wie du sagst, gewesen. Also eine Sache, da kannst du einfach nicht davonlaufen, weil Freunde sagen, hier komm, unsere Freundschaft ist gekündigt, oder pff, komm, lass mal gut sein. Familie, klar, könntest du dich trennen und sie alle vor die Tür setzen oder dich selbst vor die Tür setzen. Aber ich habe mir immer gedacht, das ist zu einfach, weil das ist genauso wie jeder Mensch auf der ganzen Welt ist für mich im Endeffekt ein Spiegel unserer gesamten Vielfältigkeit, die in unserem Inneren vorhanden ist. Und wenn ich nur einen einzigen davon negiere oder einen einzigen davon nicht anerkenne, dann erkenne ich auch einen Teil in mir nicht an. Und in dem Moment, wo das vollständig wird, egal was es ist, in dem Moment, wo ich wirklich keine Wertung mehr abgebe, wo ich kein Urteil mehr fälle, aber auch mal vielleicht mitspiele in dem ganzen Spiel, in dem Moment ist es so integriert und so balanciert, dass jeder sich balancieren kann. Und dann ergibt sich sowieso alles von alleine. Das heißt, wenn eine Beziehung nur deswegen da gewesen ist, damit sich diese Balance einstellen kann, dann bleibt sie entweder zusammen, oder jeder geht seines Weges. Aber dann ist es definitiv 100% okay. Dann ist es auf einem Level, wo keine Emotion dabei ist, wo sogar eine Umarmung oder eine Feier laufen kann, weil es wirklich nur für diesen Punkt war und es war eine Win-Win-Situation für jeden. Was mir da ein bisschen jetzt gekommen ist, das klingt für mich so ein bisschen so, wir müssen alle lieben, aber so ist es ja nun auch nicht, ne? Es geht ja nicht darum, wie sind alle Love und Peace und sowas, und Nee, das wäre ja. die rote Brille. Das hat in den 60ern, hat nicht so funktioniert, ne? Ja, ganz Also, ich war genau. zwar noch nicht geboren, aber ich habe gehört davon. Ja, das ist ganz lustig, weil das, was du jetzt sagst, ist im Endeffekt das hatte ich letztens einen ganz tollen einen Spruch gelesen auf Facebook, wo jemand geschrieben hatte, manche Menschen kannst du nur in deinem Herzen halten, aber nicht in deinem Leben sein lassen. Ah, wunderbar. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil im Endeffekt, wenn die Trennung hier unten in meinen Augen, und mittlerweile weiß ich das immer mehr, ist einfach eine Illusion. Das heißt, auf einer gewissen Ebene ist es so, dass wir unendlich viel Farbe und Facetten ins Universum bringen, was vorher eigentlich so wirklich ein Einheitsbrei war. Und jetzt durch unsere Erfahrungen, die wir machen, ist es das nicht mehr. Aber wir sind nicht wirklich getrennt voneinander im gewissen Sinne. Und es ist so, dass es gibt Menschen, die akzeptierst du einfach. Aber du musst nichts weiter mit ihnen zu tun haben. Und ich muss sie deswegen nicht lieben. Und das ist genauso wie mit denen, weil Liebe, du liebst sie schon. Aber so wie das hier auf der Erde dargestellt wird, mit dieses alles ist Love, das ist diese verdrehte Form der Liebe. Das ist so eine Liebe, die wirklich sagt von wegen, ach ja, und ich muss immer lieb und nett sein und ich muss liebevoll sein. Aber diese wirkliche, wirkliche Liebe, diese Liebe, die so
die einfach ist. Das ist vollkommen emotionsfrei. Das ist ein absolutes Seinlassen. Das ist nichts, wo Tränen fließen. Das ist nichts, wo ich kann es gar nicht beschreiben, weil das ist so jenseits von Worten, diese Form von Liebe, weil du einen unglaublichen, du hast einen Respekt, du hast eine Wertschätzung und du hast ein tiefes Verständnis für den anderen. Und selbst das beschreibt es nicht wirklich. Also es ist so eine ganz, ganz tiefe Liebe. Von daher, ja, du liebst alles, aber definitiv nicht in der Form, wie es den Menschen hier bekannt ist, wo sie glauben, ich muss alle lieben und ich muss meinen blöden Nachbarn umarmen und ich muss meine liebe Nachbarin umarmen und absolut nicht. Super, super. Weil das ist genau das, weil ich glaube eben auch, und das ist ein tolles Thema, dass Liebe ist einfach so falsch. Solche falschen Definitionen, die wir ja schon als Kinder mitbekommen, ja, wenn wir, oder wann immer, ja, ja. Ich liebe dich nur, wenn, oder ich schlag dich, weil ich dich liebe, ja? Ja, weil ich eigentlich will, weil ich das Beste für dich will, also, oder was auch immer, ja. Ich meine, wenn du überlegst, was das für verdrehte Sachen da im Zusammenhang mit Liebe geschehen sind, ne? Oder geschehen, ja? Ja, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, also liebst du mich nicht. Oder du hast deine Puppe gekauft, also liebst du mich nicht. Das ist vollkommen verdreht worden, vollkommen. Und damit ging, aber ich habe das Gefühl, dass das so, also mittlerweile wird mir so klar, dass es, glaube ich, irgendwo Absicht in dem Spiel gewesen ist. Um diese, es ist dann nur ausgeufert. Also es war eine Form von Spiel, um zu sehen, kommen wir wieder in dieses Gefühl rein, was es wirklich bedeutet, dass die Blumen damit nichts zu tun haben, dass was Aufgeräumtes nicht damit zu tun hat, dass eine Postkarte nichts damit zu tun hat oder sonstiges mit irgendwas zu tun hat, sondern diese grundtiefe Liebe, die zum Beispiel Tiere ausstrahlen. Deswegen haben wir Tiere erschaffen auf irgendeiner Form, weil ein Tier liebt bedingungslos. Ein Tier liebt aber auch nicht, dass es Tränen laufen lässt. Meine Güte, die wären wahrscheinlich nur am Heulen, wenn das so wäre. Oder rumspringen, ne? Wie noch? Ja, genau. Genau. Aber es ist wirklich, ja. Und die Menschen haben angefangen, diese echte Liebe in diese Tiere auszulagern. Deswegen lieben sie ihre Tiere auch so sehr. Und bei den Menschen, wo es ganz verdreht ist, also die dieses Gefühl komplett verloren haben oder sich sehr abgetrennt haben davon, die machen halt irrationale Sachen. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber wichtig ist halt einfach wirklich zu wissen, dass es nicht darum geht, um diese verdrehte Liebe, sondern wirklich um diese... Und diese Liebe, die wir hier zwar erfahren haben, weil sie hier spürbar ist, also sprich mit Herzschmerz und mit Emotionen und mit allem Möglichen, aber es ist nicht diese Liebe, die hier herkommt, sondern die wir eigentlich wirklich sind von Natur aus, nämlich ganz souverän und wertschätzend und seinlassend. Diese tiefe Akzeptanz, ne? Ja. Ich habe da auch mal so was sehr Schönes gehört, eben dass, wenn man davon ausgeht, dass wir mit unserem Bewusstsein nichts als Liebe sind, erstmal im natürlichen Stadium, dann haben wir natürlich aber keine wirkliche Erkenntnis von der Liebe, weil wir ja keinen Spiegel haben. Ja? Also brauchen wir den Gegensatz quasi, um überhaupt die Liebe erkennen zu können. Ich denke mal, das haben wir hier auf der Erde jetzt in einer absolut vielfältigen Form, machen wir das einfach. Und da die Tiefe der Liebe wirklich kennenzulernen, wunderschön eigentlich, ne? Ja. Und wir haben die ganze Bandbreite an Emotionen und an Gefühlen. Also wir haben eine riesen Palette hier. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber willst du nur, ich glaube, viele verstehen den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen nicht. Willst du da noch ganz kurz mal erklären, was der Unterschied ist? Gute Frage, wie kann man das erklären? Eine Emotion wird also ich kann nur so erklären, wie ich das jetzt erklären würde, aus meiner Sicht aus. Ich finde, eine Emotion wird immer ausgelöst durch einen Aspekt. Das heißt, eine Emotion ist da, wenn bei mir irgendein Knopf gedrückt wird. Es kann natürlich auch sein, dass es eine angenehme Emotion ist, gar keine Frage. Aber ein Gefühl ist was mehr von innen rauskommt und keine... Es hat für mich keinen Aspekt dabei. Also es ist wirklich was so ein Gänsehautgefühl gibt, also was so ein Gänsehautschauer sein lässt oder was einfach ein Gefühl ist, wo du denkst, das passt oder das passt nicht, aber du hast kein Wissen dazu. Du kannst also nicht sagen, also ich weiß nicht, warum ich jetzt fühle, ich sollte das nicht machen, aber ich fühle einfach, das passt nicht. Und das ist dieses Gefühl, aber eine Emotion ist wirklich eher sowas Reaktives. Ja, genau. Heftig, extrem auch, ne? Eher extrem und heftig und ganz auch so Wut und Angst, das sind so typische Emotionen, während
Gefühl mehr, was sehr balanciertes ist auch, oder? Genau, ja, Ja. und eher subtil. Also Subtil, ich bin, ja. genau, also subtil wäre vielleicht das richtige Wort, Schön. weil das ist dieses Bauchgefühl oder überhaupt einfach das Fühlen. Gefühl ist ja auch, wenn du ein Tierfell streichelst, dann fühlst du ja auch, wie weich das ist oder wie angenehm das ist. Oder wenn du über ja, keine Ahnung, was raues drüber streichst oder über ein Reibeisen, das ist jetzt nicht so angenehm, gibt dir, also ist nicht so ein angenehmes. Aber das ist halt so, also es gibt. Ja, lustig, oder? Ja, finde ich gerade irgendwie sehr. Nee, hast Nee, du aber. recht, aber ist definitiv nicht so angenehm, ja. Genau, und es gibt wirklich, also die Erde ist wirklich der einzige Ort, wo es eine Bandbreite davon gibt. Also sei es an Emotionen, die wir durch unsere Erfahrung erschaffen haben, oder auch an Gefühlen, die wir uns durch die Erfahrung erschaffen haben. Ja. Schön. Ja, du, dann würde ich langsam so zum Schluss kommen. Mich würde noch interessieren, du machst ja selber auch, du gibst jetzt auch Workshops, ne? Genau. Und machst jetzt auch Seminare und solche Sachen. Wie schauen die denn bei dir so aus? Willst du da ein bisschen was von erzählen, vielleicht, worauf man sich da erwarten kann? Ist das Geheimnis. ja, genau, mit ganz komplizierten Techniken und sowas, ja, da kann ich was drüber sagen. Und zwar ist oder? es, hat sich das vollkommen verändert zu dem, wie ich das früher gemacht habe. Früher habe ich immer sehr viel geredet und sehr viel erklärt und viele Bilder gebracht und Beispiele. Das mache ich zwar ab und an immer noch, wenn ich merke, dass nur einfach so ein Pendant fehlt oder wenn ich einfach diesen gefühlsmäßigen Input kriege, jetzt wäre es richtig. Aber um was es bei meinen Workshops gerade geht oder auch generell und in Zukunft gehen wird, ist, ich habe durch ein paar Ereignisse, die so die letzte Zeit passiert sind, wirklich die Fähigkeit bekommen, genau Aspekte am Kittel zu packen und zu erkennen, wenn ein Aspekt mit mir redet. Und in dem Workshop geht es wirklich darum, dass die Menschen wirklich sehen können, unter was für einem Wulst sie vielleicht noch stecken oder unter wie vielen Schichten sie noch stecken, obwohl sie glauben, sie sind vollkommen frei. Das ist keine Art Bloßstellen, sondern das ist eher wirklich eine sehr liebevolle Aufräumarbeit, die aber in den Kursen selber machen. Ich biete den Raum dafür und ich gehe auch genau rein, wenn ich merke, nee, 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 da betrügst du dich selbst oder da belügst du dich selbst, sondern stopp, das war wieder was, das kommt weg, jetzt nehmen wir mal die nächste Schicht weg. Also es ist wirklich ein Workshop, wo jeder sehr gefordert ist und es wird mehr ohne Worte stattfinden als mit Worten, weil in Sehr diesem schön. Raum sich das eher entfalten kann, das Ganze. Und es ist mein, mit ohne Worte meine ich jetzt auch nicht, dass ich die ganze Zeit in Meditation oder in Bilder gehe, ganz im Gegenteil. Es ist wirklich was so noch nicht so oft gemacht worden ist, aber wo ich über viele Arbeiten, die ich auch jetzt mit Jonette Crowley gemacht habe, gemerkt habe, manchmal ist ohne Worte einfach nur den Raum, das Feld zu sein, gibt dem anderen die Gelegenheit, wirklich zu sagen, huch, was habe ich da noch für Blinders, für Scheuklappen, was habe ich da noch für Decken über mich drüber liegen oder für Schichten über mich drüber liegen? Und was mich so fasziniert ist, dass ich momentan entdecke, bei all denjenigen, die sich so in der letzten Zeit angemeldet haben, sei es also für eine Sitzung oder sei es für so ein Coaching oder sei es für einen Workshop, dass ich habe permanentes Feedback mit den Leuten und dass da immer wieder rauskommt, dass in dem Moment die Arbeit bei mir auf den anderen Ebenen schon beginnt, wo sie sich angemeldet haben. Das heißt, es ist dieser eigentliche Tag, wo wir uns physisch treffen, ist im Endeffekt nur noch dieses i-Tüpfelchen. Aber die Arbeit beginnt schon längst vorher. Und ich wusste das, klar, wir wissen das. Es hieß immer von wegen, auch bei Workshops, von wegen, ja, also in dem Moment, wo ihr euch anmeldet, fängt es schon vorher an und ihr seid schon in der Energie drin. Aber dass wirklich auf den anderen Ebenen zwischen mir und demjenigen wirklich gearbeitet wird, dass ich auch präsent für diejenigen bin, das war mir bislang neu und ist aber was wirklich sehr präsent in meine Arbeit mit einfließt. Also es ist dieser eigentliche Tag ist wunderschön, dieses physische Treffen und nochmal wirklich zu sagen, jetzt machen wir es rund. Aber die Arbeit beginnt schon wirklich weit vorher und es macht total viel Spaß. Klingt sehr, sehr spannend und fühlt sich sehr gut an, was ich da so mitbekomme. Da kann man bestimmt auch auf deiner Webseite ein bisschen was lesen, ne, dazu, oder? Genau. www.white-pegasus.de, richtig? Ganz genau. Wir Und wer schreiben es sich das, auch. genau, es gibt noch eine zweite, die darauf hinleitet, wer sich das nicht so merken kann, das ist einfach neues Bewusstsein leben in einem geschrieben.de. Also es führt beides auf die Seite, die
Seite heißt white-pegasus.de. Mhm. Aber wer sich das nicht merken kann, ist einfach Neues Bewusstsein leben, was auch die Betitelung von meiner Arbeit ist. Also wirklich dieses neue Bewusstsein zu leben. Genau. Das will man auch, die zwei Links will man unten auch hier auf die Seite, dass man es direkt anklicken kann. Schön. Klasse. Mhm. Ja, schön. Wir werden ja auch wahrscheinlich noch was, ein bisschen was von dir hier auf Soul Stories lesen, denke ich mal, vielleicht auch ein bisschen mehr noch hören von dir und sehen. Das freut mich sehr, sehr, sehr. Ich habe mich überhaupt total gefreut, mit dir zu sprechen. Ich fand es sehr bereichernd, hat sich echt gut angefühlt. Ja? Ja, du bist ein toller Interviewer und ich finde auch, dass euer Programm, also das Soul Stories, ist ein unglaublich schönes Projekt, was ihr da ins Leben gerufen habt. Also Daumen hoch, das wird noch ganz toll und du machst das super. Ja, ich danke dir, Birgit, vielen Dank. Wir sind ja ein paar Leute, das wird normalerweise immer mehr und ich freue mich sehr, es macht einfach Spaß. Ja, und dann sage ich einfach mal, wir sehen uns privat noch bald wieder. Und ansonsten wünsche ich dir einen tollen Tag einfach noch, ja? Ja, auch, danke schön. Tschüss. Tschüss.